Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Max. Wir werden jetzt die weitere Mission spielen, die wir machen können mit Chum Bucket. Erzengel wie der Jack sind spezielle Konfigurationen des Magnum Opus, die von Chum verehrt werden. Um damit zu beginnen, solltest du das Untermenü Erzengel aufrufen. Wähle Erzengel. Ja, dann machen wir das doch mal. Wo ist denn Erzengel hier? Ist das das hier? Nein. Ach, F muss ich drücken. Ich Idiot. So. Wenn du einen Erzengel auswählst, werden dir die notwendigen Verbesserungen angezeigt. Grüne Farbe zeigt die Verbesserung, die du bereits besitzt, und rote Farbe die, die du noch benötigst. Wähle den Jack, um die vorausgesetzten Teile anzuzeigen. Ja. So. Was bauen wir denn mal hier? Panzerung Babygitter. Aber ich kann nicht überhaupt was bauen. Ich nehme mal hier. Den Motor, ja. So, jetzt haben wir einen Motor. Das ist so ein Motor. Dann kaufen wir mal noch ein Babygitter. Okay, kann ich noch nicht. Kann ich auch nicht. Aber das kann ich holen. Tiefprofile für die Reifen. So. So. Dann gehen wir mal raus. Gehen wir auch mal raus. So. Was willst du, Chum? Okay, wir gehen mal zu Jeet. Wish I had no use for the likes of you, but as you can see, we are fading quick here. What are you getting at? Help us establish some necessities, and you'll benefit greatly. I'll see to it personally. I'll take a look. The night promises. Fine, driver. Look around. The essential utilities we are lacking are plain to see. Okay. Chum Bucket hat eine neue Ödland-Mission für dich. Machen wir das mal. Komm, machen wir das mal. You recall our companion, Saint? The Dinky D? Do you think he made it out of the inferno that was once my tabernacle? Nah. Burnt to a crisp. No food for somebody. No, no, I think he made it out, yeah? He's got a survival instinct, that little one, huh? Yeah, yeah, I think he would have sought shelter inside my old buggy. The buggy and the dog would have their uses. Kehre zu den Trümmern von Chums Versteck zurück und bring den Hund und den Buggy zu Jeets Festung. Belohnung, Chums Buggy und der Hund werden der Fahrzeugsammlung hinzugefügt. Machen wir das doch mal. Das ist also keine so eine Nebenquest. Fahren wir mal dahin. Benutze den Ballon an Ausgucken, um einen guten Überblick über das umgebende Gebiet zu erhalten. Steige im Ballon auf und nutze das Fernglas, um wichtige Orte in der Umgebung zu erspähen und zu markieren. Sobald ein Ausguck verwendet wurde, kann Max mit Hilfe der Karte im gesamten Ödland eine Schnellreise dorthin ausführen. Okay, okay. Oh, Bedrohung. Scotus hat diesen Teil des Ödlandes unter Kontrolle. Damit Max und Chum es schaffen können, den Magnum Opus zu bauen, muss erst die Bedrohung verringert werden. Senke die Bedrohung in der Region, indem du Bedrohungsaktivitäten abschließt. Die Bedrohung der Hoheitsgebiete reicht von Stufe 5 bis 0. 5 ist die höchste und 0 die niedrigste. Wenn du die Bedrohung senkst, schaltest du in der Werkstatt neue Verbesserungen frei. Der einfachste Weg, die Bedrohung zu mindern, ist es, die verschiedenen Lager von Scotus im Ödland zu vernichten. Ölpumpenlager, Öltransferlager,
Stank-Gum-Lager und Top-Dog-Lager. Wähle ein Lager auf der Karte, um dich über dessen Art, Schwierigkeitsgrad, Haupt- und Nebenziele zu informieren. If we're gonna build this, Jack, we'll need to lower the threat. Stock up on scrap. A good plan. We should venture to the south, I think. Where Skrota's hold is weak. We'll see. Oh. Ja gut, ich muss ja eigentlich ja zurück, um die Mission irgendwie weitermachen zu können, die optionale, aber ich mache mal eine kleine Planänderung und fahre jetzt einfach mal zu so einem grünen Ziel hier. Ich verringere mal die Bedrohung. Schon eine Vogelscheuche. Jetzt ist die Frage, wo komme ich da hoch? Get your piston down, Sharpshooter! Wir gucken erstmal da. Was haben wir denn da Feines? Sniper runtergeholt. Was geht hier noch ab? Der schießt da. Ist die Frage. Ich habe das Gefühl, dass es kein guter Plan von mir war, aber da frage ich mich auch, wer da auf mich schießt. Boah. So. Musste das ja auch kaputt. Wow, immer noch nicht. Ach, da hinten ist er, der schießt. So. Steig mal aus. Oh. Keine gute Idee gewesen. Fortfahren. We'll need to lower the threat. Stock up on scrap. A good plan. We should venture to the south, I think. Where Skrota's hold is weak. We'll see. Mein Gott, du Missgeburt, ey. Reicht jetzt auch mal. Da ist eine Vogelscheuche. Läuft das schon mal ganz gut jetzt hier. Scheiß auf die Kriegstruppe. Sollen die herkommen? Vollidiot, ey. Komm her. Au. Könnte ich auch ganz einfach mit der Pumpe, weil ich will ungern Munition verschwenden. Deshalb machen wir das so. Mein Gott. Verpisst er sich jetzt? Nee. Ach komm. Lassen wir ihn mal. Wo ist der scheiß Sniper? Da oben. I
Holen wir den mal da runter. So. Und da oben ist... So, sehr gut. Können wir natürlich auch mit dem Enterhaken hier, aber ich gehe jetzt mal so da rein. Da ist jetzt erstmal ein paar aufs Maul hier. Pow, pow. Du kleiner Wichser. Was denkst du, wer du bist, ey? Oh, du Penner. Pow. Gibt nichts Besseres als Wut in dem Spiel und im echten Leben. So, und da sitzt er auch schon alle weg. Alle genug aufs Maul gekriegt. Wir haben mal ein bisschen looten hier. Ein bisschen Schrott nehmen. Wenn wir mal gebrauchen. 1 von 7 haben wir schon gefunden in der Gegend. Wir nehmen hier die Keule. Finden wir hier. Ah, den Segler. Machen wir mal kaputt. Pa! 1 von 3. Das nehmen wir. Ach, das gleiche, ne? Ja, nicht ganz, aber. Ah, die sieht hier noch brutal aus. Mit so richtig lange Spitzen. Ist schon noch ein bisschen besser. Hier haben wir Schrott. Oh, ich höre Leute. Da will wohl jemand unbedingt meine Keule an den Kopf geballert kriegen. Ja, komm her. Ja, komm her, du kleiner Lurch. Pow! Nein! Das wäre so geil gewesen. Ich glaub, ihr wollt meine Wutanzeige wieder füllen. Kann das sein? Oh, perfekte Parade hier. Walkfire, der kann mich auch mal. Wie du siehst, du kleiner Penner, bringt das alles nichts. Ich könnte jetzt die. Ja, wir gehen mal hoch hier. Hier oben ist bestimmt die. Ja, da ist sie doch. Die Kurbel. Das war's mit dir. Geh nochmal runter. Ob hier noch was zum Looten gibt. Benzin. Ich glaube, der Schrott gefällt mir im Moment besser. Was war denn da oben noch? War da oben noch was? Was ist das? Nahrung. Schönes Hundefutterchen. Ziehen wir uns rein. Mal Gesundheit wieder hergestellt. Und Schrott. 5 von 7. Ja, wo ist jetzt die Frage? Gehen wir weiter oben lang oder versuchen wir mal unten durch die Tür? Vielleicht kommen wir auch gar nicht. Tür benötigt Explosion. Wenn wir wir können noch, wir haben doch hier einen Kanister. So, dann können wir den nämlich. Das können wir dann machen. Ich glaube, das sieht so aus wie der richtige Weg. Ach, ich dachte, das Spiel bietet das nicht. Und bin einfach drauf gegangen, obwohl ich den leise hätte ausschalten können. Schade. Aber ging auch so.
hat er da gesmashed. Ist nichts mehr. Ach, wir können den auslooten. Ja, machen wir doch mal. Schrotflintenpatrone. So ist es richtig. Was ist da? Da ist eine Insignie auf jeden Fall. Die gehen wir mal kaputt machen. Ja, der scheint auch Spaß gehabt zu haben. So, dann müssen wir wohl runter. Schön runterrutschen hier. Was haben wir da? Ölpumpe. Benötigt Explosion. Wir haben einen Kanister, den ich bestimmt anzünden kann. Und das macht er von selber. Okay. So. Ja. Ich hoffe, ich glaube, die Diskussion oder die Hoffnung hatte ich letztes Mal schon. Ah. Oh. Was ist denn jetzt los? Schrott, ja, ich weiß, was Schrott ist. Schrott ist die Währung des Ödlandes und sollte nie verschwendet werden. In Chums Händen kann Schrott in mächtige Verbesserung für den Magnum Opus und Max selbst verwandelt werden. Schrott kann quer durchs Ödland auf unterschiedliche Art und Weise verdient werden. Der einfachste Weg ist es, Lager oder Suchbereiche zu durchsuchen. Doch Max kann auch Schrott verdienen, indem er besiegte Feinde und Fahrzeuge plündert. Ja. Ich glaube, ich habe hier gerade einen. Ja. Ah, ich dachte schon, ich habe jetzt hier irgendwie so ein Glitch aktiviert, dass ich da nicht mehr wegkomme. Aber das war wohl doch nicht so. Sehr gut. Okay. Dann gehen wir mal wieder hoch. Beschaffe 300 Stücke Schrott. Mir gefällt es, dass ich so viel Munition für meinen Schrotflint habe. Ich glaube, ich bin auch bedacht darauf, da erstmal ein bisschen anzusparen. Jetzt gucken wir nochmal, was da oben denn war. Da ist noch eine Insignie. Damit müssten wir alle haben. Wir verwenden mal die Seilrutsche. Pow! Und finden ein Bauteil. Jetzt finden wir Ölbrunnen. Dieses Bauteil kann benutzt werden, um das Projekt Ölbrunnen in der Festung von G zu bauen. Du hast eins von zwei benötigten Teilen. Ist doch schon mal nicht schlecht. Da ist noch Schrott. Nehmen wir natürlich. Haben wir auch. Haben wir komplett jetzt, ne? 100% hohler Hügel abgeschlossen. Sehr schön. Okay. Beschaffe 300 Stücke Schrott. Was haben wir denn da? Heute nehmen. Bei Schrott. We're low on scrap. We can't build no track without no scrap. We'll find what we need. So, ab geht's nach hinten. Verdammt. Da wollte ich es cooler machen, als es dann tatsächlich geklappt hat. Aber sowas passiert. Hier ist Schrott. Boah,
habe zu früh angehalten. Keep the car safe. Yes, gladly. It is my sacred place. Gucken wir mal, was wir hier so finden. Da, Munition. Ein Messer, ein Snipergewehrkugel, schon mal sehr gut. Da ist Schrott. 215 haben wir jetzt. Oh. Wo ist hier noch Schrott? Hier muss noch irgendwo Schrott sein. Oh. Oh. Das ist traurig. Es gibt nur eine Sache, die noch trauriger ist, und zwar, dass ich das andere Schrottstück nicht finde. Ich stelle mich wahrscheinlich wieder voll hohl an. Hier ist aber nichts. Ich komme mir gerade dumm vor. Was ist da hinten? Ach, guck mal an. Erlösen werde ich mal von deinem Leid. Oh, 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 ich höre was, was mir nicht gefällt. Boah, du Penner! Das war knapp. Strafen wir mit dem Messer? Nee. Das kleine. This might fall though. Boah. Machen wir das doch mal. So wie es da stand, können wir es theoretisch auch als Tarnung benutzen. Wow, soweit ich mal. Aber ich glaube, wenn man es zur Festung bringt, wenn ich es damals richtig verstanden habe, dann wird das geschlachtet. Gucken. Ist jetzt, glaube ich, irgendwie nicht, dass da was passiert. Sonst hätte da bestimmt was gestanden. Scheiße. Versuchen wir mal was. Versuchen wir mal, damit uns irgendwo einzuschleusen. Hier ist Jeet. Was ist das? Minenfeld. Vogelscheuche. Vogelscheuche. Ödland-Sniper. Was ist da? Okay. Dann fahre ich mal ein bisschen blöd in der Gegend rum. Da oben ist doch... Was ist hier oben? Hier ist Jeet, ne? Ja, das kam mir nicht so bekannt vor. Ich glaube, ich werde gar nicht heil mit dem Auto irgendwo ankommen, wenn ich hier so rumfahre. Boah. Und mir fehlt noch ein Reifen. Aber nun gut, das sind Opfer, die man bringen muss. Heizen mal ein bisschen durchs Ödland hier. Pow.
Fahren wir mal an ihm vorbei. Mal gucken, ob er was macht. Anscheinend nicht. Aber dann machen wir mal so. Und nehmen das Bessere. Erstmal gucken, bevor ich sowas mache. Ich glaube, da hinten ist da eine Festung, oder? Sieht das nur so aus. Ja. Dann machen wir das doch mal. Wir mal damit reinkommen. Ha, Tatsache. So. Great White! Get out of here! Kleiner Lutscher, ey. Wie die mich wütend gemacht haben. Hättet ihr das mal lieber nicht getan. Ich hab doch geblockt, du Affensohn, ey. Ja, komm. Uff. Also bevor ich den Part beende, möchte ich aber dieses scheiß Lager da eingenommen haben.